Welchen Level hat eigentlich Dorcas? 3, okay. So, Ende. Gegnerischer Zug greift Dorcas an. Aber trifft nicht. Ja, sehr gut. Ja, das war jetzt vorteilhaft. So, und weiter geht's. Schwertheini greift Schwertheini an. Level up! Doink, doink. Nice. Das gefällt mir natürlich auch immer, wenn sie sich ein bisschen splitten hier. Jetzt muss ich aufpassen, da oben ist ein Schwertkämpfer. Der könnte mir jetzt Probleme verursachen. Ich speichere mal ab. Wir haben es gesehen, es sind schon wieder Reinforcements gekommen. Die kommen jetzt anscheinend hier dauerhaft, okay. Muss man aufpassen. Weil wir hier einfach schwächere Units noch haben. Und am Anfang ist es nicht wirklich balanced. Da. Das Spiel ist anfangs launisch. Sowas zum Beispiel hier. Wenn der Schwertkämpfer da oben. Also eigentlich könnten sie Dorcas nächste Runde ausschalten. Wenn ich Pech hätte schon. Weil ich in diesem Spiel kein Glück habe, und das ist ja eh schon bekannt. Werde ich jetzt etwas machen? Guckst du weiter? Und zack! Hey, nein, Smitty, wie kannst du das machen? Es ist doch Willen ungeschützt. Ich denke an alles. Ich habe ihn zwar nicht trainiert, er ist Level 1, aber wird trotzdem eine Runde überleben. Außerdem glaube ich eher, dass die Chance auf Ziel schon. Und was habe ich gesagt? Was habe ich euch gesagt? Gut, ich habe auch getroffen. Aber hätte jetzt der Bandit mit seinen 60 Treffern Dorcas getroffen, wäre er jetzt tot. Ja? Okay. Ungefähr das System verstanden. Man muss einfach verdammt aufpassen. Jetzt habe ich ja die Scheiße hier. Vielleicht habe ich auch etwas falsch gemacht. Ich hätte mich zuerst mit Dorcas und Lin zurückziehen sollen. Wenn jetzt wieder Reinforcements kommen, haben wir nämlich ein Problemchen. Komm schon, das geht zweimal. Ach, fuck. Ja, Reinforcements schon wieder. Und Dorcas braucht jetzt Heilung. Speichern mal ab. Passt. Oder wir wechseln sich ein bisschen ab. So, beziehungsweise ich ziehe mich jetzt nämlich zurück. In dem Sinn, dass ich ihn jetzt einpacke. Hier hin. Dann Heiltrank benutze. Und jetzt geht es hier wieder weiter wie vorhin. Ich kann ihn jetzt leider nicht finishen. Da. Zu wenig Damage gemacht hatte. Aber das ist ja eigentlich auch schnurzegal. Ist trotzdem tot. Darum geht's. Ich hab gedacht, darum, wenn er mich nächste Runde jetzt angegriffen hätte, hätte er mich angegriffen, ich hätte zurückgegriffen, er wäre tot gewesen, hätte nochmal angegriffen werden können. Und jetzt werde ich sowieso schon zweimal angegriffen. Aber ich kann ja noch bisschen was machen und immer wenn man Schritte hat, dann kann man die noch gehen, ne? Ich meine, der macht 3 Schaden, macht 5 Schaden mit 50 Treffer, 15, als wenn alle wirklich schon angreifen würden, 13, geschätzterweise 5. Ja, hätte ich nämlich jetzt verloren. Also ist das nicht so intelligent. Das Intelligentere, stell den hier hin und benutze ein Heilmittel. So ist nämlich Kent entlastet.
Ja, und die treffen ja auch immer, ne? Es geht schon ein bisschen auf den Sack. Okay, finden Kent eh interessanter. Ist jetzt aber ein Vorteil, denn jetzt kann nicht so viele Shaw angreifen. Okay, er hat eh verfehlt. Ist auch wieder vorteilhaft. Wie viele Züge haben wir denn dann noch? Und jetzt wird es trotzdem brenzlig. Ja! Gott sei Dank! Waffenlevel erhöht. Das passt auch mal gut. Ja. Habe ich auf wie geschätzt? 5, oder? Hätte mich trotzdem gefinisht. Schon wieder Reinforcements. Jetzt, ab jetzt ist es gefährlich. Jetzt müssen wir aufpassen. Elf Schaden macht will nicht. Ach, fuck. Ja, auch nicht. Könnte ich hier alle ausschalten? Und zumindest dann so aufstellen, dass ich eine Blockade hätte. Nein, ich verschwende keinen Zug. Das mache ich nicht mehr. Ich verfehle mit 80, ne? Ich verfehle echt mit 80. Und der trifft mich dann, das wollte ich jetzt noch sehen, ob der mich wenigstens mit 16 nicht trifft. 60 nicht trifft. Das ist lächerlich. Jetzt probiere ich noch den Mercenary anzugreifen. Okay. Dorcas kann in dieser Runde nichts machen. Das heißt, sollte sich hier hinstellen, Eisenaxt aktivieren, Heilmittel einsetzen. Dann überlebt er diesen Mercenary. Ne? Hat er nur ein Eisenschwert. So, jetzt gehe ich mit Lynn hier hin und finish mal diesen Barbaren. Und bekommen prompt einen Level Up. Level Up! So, jetzt wird's hier interessant. Den bekomme ich. Aber wird gefährlich werden. Also ich schalte mal den Pfeilbogenschützen aus. Jetzt mal sehen, wie ich das jetzt handhabe. Ich könnte... Ja, zwei, ja, der muss weg. Es ist alles scheiße. Nee, ich bin nicht manns genug. Jetzt nicht im Ernst. Ich werde jetzt beschleunigen, um zu sehen, ob ich das jetzt überhaupt überlebe. Ja, okay, habe ich überlebt. Und das war jetzt so schon ein bisschen. Aber ihr seht jetzt, die Stärke von Sean ist jetzt echt arg. Jetzt letzter Zug. Okay, das heißt, wenn ich diesen Zug jetzt schaffe, das heißt, meine Units das lebendig nach Hause kommen, habe ich es beendet. Ist der Kraus vorbei. Das ist doch die Drecksau, die mir weggelaufen ist, oder? Kommst du her? Jo, niedlich. Vorrangig jetzt nur Dorcas zu retten. Es ist halt böse, dass man einen Axtkämpfer in einem Schwertkämpfer, so gesagt Schwertkämpfergebiet, rekrutieren muss. Also ich finde, das ist wieder grenzgenial. Fire Emblem. So. Und jetzt habe ich es eigentlich geschafft. Also das Kapitel können wir beenden. Das ist geschafft.
Ah, wie viel der Part müsste das jetzt sein? Ich glaube, der ist 6. oder 7. sogar schon. Das Kapitel machen wir jetzt auf alle Fälle noch fertig. Und dann werden wir es für heute mal lassen mit Fire Emblem. Leider sind wir hier in diesem Kapitel nicht dazu gekommen, Florina richtig zu trainieren. Ja, aber wo denn auch? Bei Axtkämpfern? Nee. So, und das war Kapitel 4. War das jetzt, glaube ich, ne? Verdammt, sie sind beinahe übermenschlich. Hör zu, meine Kumpanen. Wir ziehen uns zurück. Abtreten. Der Feind ist geflohen. Smivy, wir haben gesiegt. Ja, das ist... Die ihr jetzt kurz gesehen habt, ist die Frau von ihm. Aber der gehört uns. Ich werde jetzt wirklich nicht jedes den Dialog durchlesen, denn sonst werde ich hier echt alt. Ich meine, ich werde ihn morgen ab den nächsten Let's Plays wieder vorlesen. Aber vorerst jetzt mal nicht, denn ich habe etwas Halsschmerzen. Da mache ich mich nur krank. Gut, ja, dann belassen wir das jetzt so, wie es ist. Ich wünsche noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Smithy.